Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dreamfall Chapters. Wir sind gerade dabei, aufzuwachen aus dem Traum. Und da sind wir auch schon wieder wach. Bin ich gespannt, wie es weitergeht. Das Mädchen, das zwischen den Welten wandelt. Die Antwort ist nein. Wundert mich, dass du überhaupt fragst, Saga. Ich riskiere nicht, dass du da draußen nochmal verloren gehst. Ich passe diesmal gut auf. Das verspreche ich. Das ist mir gleich. Die Siegel bleiben, wo sie sind. Ich bin 14, Papa. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Das hat deiner Mutter nicht geholfen. Das ist alles wegen ihr, stimmt's? Ich bin nicht meine Mutter. Was auch immer ihr passiert ist, wird mir nicht passieren. Woher weißt du das? Sie hat dasselbe gesagt. Sie werde nicht verloren gehen. Sie sei gleich wieder da. Ich solle mir keine Sorgen machen. Ich solle einfach... Einfach da bleiben, warten auf sie. Die Siegel kommen weg, wenn du älter bist. Bis dahin verlässt du das Haus nicht allein. Das ist so unfair. Ich stecke schon mein Leben lang hier fest. Wie viel länger werden wir denn noch? Bis ich weiß, dass sie nicht wiederkommt. Ist das klar? Bis ich ganz sicher bin. Weil wenn wir gehen und sie kommt doch zurück. Ach Mensch, Papa, sie ist fort. Lass sie los, Papa, bitte. Ich gehe nach oben und ruhe mich ein bisschen aus. Spiel das Radio nicht zu laut. Ich bin zum Abendessen wieder unten. Mann, ich hab so die Schnauze voll davon. Ich werde ihm zeigen, dass seine Siegel mich nicht davon abhalten zu gehen. Ich muss sie bloß erstmal finden. Nicht einfach, wenn Papa der Einzige ist, der sie sieht. Ha, also wir brechen aus, ja? Glücklichere Zeiten, ehe ich da war. Wäre ich nicht geboren worden, dann wäre Mama vielleicht noch hier bei Papa. Oha. Also ich finde, so kann man das nicht sehen. Ewig her, seit wir das letzte Mal Feuer gemacht haben. Früher haben wir das dauernd getan. Marshmallows und Würstchen geröstet und uns Gruselgeschichten erzählt. Aber naja, jetzt ist vieles anders. Onkel Gelleth bringt dauernd neue Bücher, aber ich habe sie immer schon durch, lange bevor er wiederkommt. Die guten lese ich 3 oder 4 Mal. Knuddel! Knuddel habe ich schon seit ich klein war. Den hat Mama mir geschenkt und ich weiß noch, dass ich ihn jede Nacht ganz fest geknuddelt habe zum Einschlafen, nachdem sie fortgegangen war. Süß. Durch mein Fenster sieht man Lettoch, aber das hier ist auf den Ort ausgerichtet, wo Mama geboren ist. Der liegt ganz woanders, weit weg von Schottland. Aber die Jahreszeiten sind ähnlich, nur extremer. Onkel Gelleth bringt dauernd neue Bücher, aber ich habe sie immer schon durch, lange bevor er wiederkommt. Die guten lese ich 3 oder 4 Mal. Komisch, Papa ist doch sonst so pingelig und hat seine Brille dauernd bei sich. Ha, das könnte es sein. Papas Brille. Schick ist was anderes. Ich glaube, die borge ich mir ein Minütchen. Oder auch 12. 12? Okay. War der Glitzer hier schon vorher?
Ah. Diese Kratzer gehen sicher auf mein Konto. Ich weiß noch, wie Papa mit mir geschimpft hat. Und nicht bloß einmal. Wo könnte es sein? Sie verstaubt, seit Mama fort ist. Also seit fast 13 Jahren. Schätze, Papa hat es nicht übers Herz gebracht, sie wegzutun. Ich erinnere mich an Krier, aber ich bin fast sicher, er ist nicht real und ich bin ihm nie begegnet. Ich meine, als ich das erste Mal loszog, war ich 7, aber das hier habe ich vorher gezeichnet. Aha. Wow, ich sehe eines der Siegel. So macht Papa das also. Die Magie ist in seiner Brille. Ich meine, na klar ist sie das, ist ja Papa-Magie. Trotzdem, ziemlich cool. Onkel Gelleth half damals mit, die Siegel anzubringen, nachdem ich das letzte Mal losgezogen bin. Papa sagte, sie beschützten uns, aber so wie ich das sehe, halten sie mich bloß davon ab, Türen zu öffnen. Keiner vertraut mir. Oh Mann, Kind. Dieses Siegel fühlt sich zu stark an. Die anderen stärken es. Ich sollte mit einem von ihnen anfangen. Okay. Die benutzt Papa immer, wenn eine der Wände repariert werden muss. Er sagt, er zeigt mir, wie das geht, aber bis jetzt ist er noch nicht dazu gekommen. Alles klar. Wo haben wir denn wohl noch ein Siegel? Unter der Treppe. Das könnte sein. Das da unten, das habe ich immer schon gehasst. Da ist es stockfinster, es riecht komisch und es gibt Ätherdämpfe und Lehrenkäfer. Ziemlich ungemütlich. Okay. Also in meinem Keller ist es auch nicht gerade geil, aber das klingt irgendwie krass. Die Pfade sind unsicher und die Durchgänge vorübergehend geschlossen. Keiner kommt rein oder raus. Aber wer braucht normale Pfade, wenn man sich eigene schaffen kann? Ich bettle immer, dass Papa den Hut nicht aufsetzt, wenn er ausgeht, aber er besteht darauf. Er merkt gar nicht, wie dämlich und altmodisch er damit aussieht. Falls die Pfade schlammig oder verschneit sind. Bin ich schon wieder dran mit Fegen? Ich habe den Überblick verloren. Wir haben die Kehrwoche schleifen lassen. Überhaupt für den Fall, dass es unterwegs stürmisch wird und der Durchgang noch offen ist. Warte mal, setz sie noch mal auf. Ich ruhe mich aus. Ich komme später runter. Ja, gut. Oha, du hast ja eine schöne Tapete. Krass. Ah. Ich werde besser. Ich bin noch nicht gut, aber ich mache Fortschritte. Bis ich 18 bin, dürfte ich gut genug sein, um meine erste Ausstellung zu kriegen. Das sieht doch schon gar nicht übel aus, finde ich. Da ist noch ein Siegel. Ein Siegel, das verhindern soll, dass ich noch einen Durchgang in den Äther öffne und meine eigenen Pfade suche. Statt Siegel anzubringen, sollte Papa mir lieber erklären, warum ich nicht losziehen kann. Ich muss mir ein schwächeres Siegel suchen, ehe ich das hier angehe. Sie sind alle miteinander verbunden. Ein schwächeres. Ob vielleicht noch welche in diesem Zimmer versteckt sind? In mindestens einem Winkel des Äthers bringen Raketen Astronauten von einer Welt in die andere. Klingt für mich wie ein Märchen, aber Gelleth schwört, dass es wahr ist. Ich spiele nicht mehr mit dem Puppenhaus. Ich weiß, das macht Papa traurig, aber ich bin nicht mehr 7. Ich bin jetzt erwachsen. Die Madam kommt jeden Monat vorbei, um meine Aufgaben zu benoten und mir neue zu geben. Und Papa unterrichtet mich zu Hause. Aber bei Onkel Gelleth habe ich mehr gelernt als von den beiden zusammen. Ich lerne furchtbar gern etwas über Anderswann und Anderswo, über die Kreuzung und all die Welten des Multiversums. Am liebsten würde ich dann losziehen und all das erkunden. Tja, das ist nicht verwunderlich. Das Radio?
Ja, verdammt, wo könnten denn noch Siegel sein? Komischerweise kann ich mich schwach erinnern, mit einem sprücheklopfenden Vogel namens Krähe unterwegs gewesen zu sein, aber... Oh Mann! Das war sicher nur ein sehr, sehr lebhafter Traum. Sie ist April, also eine Hälfte von ihr, glaube ich. Eines Tages kümmere ich mich wieder um die ganze Geschichte mit Singer Songwriterin werden und so. Ich bräuchte bloß ein Publikum, vor dem ich auftreten könnte. Papa spielt nur noch selten Gitarre. Ich glaube, früher hat er viel gespielt, in besseren Zeiten. Aber er hat wohl einfach das Interesse dran verloren, wie an so vielen Sachen. Wir gehen nie lang genug weg, um einen Koffer zu brauchen. Ich meine, ich bin schon mal für ein paar Tage weg gewesen, aber das hatte ich nicht geplant oder dafür gepackt. Papa ist jedes Mal sehr wütend geworden. Wo könnte denn das schwächste Siegel sein? Ja, also hier wahrscheinlich nicht, ne? Das da unten, das habe ich immer schon gehasst. Da ist es stockfinster, es riecht komisch und es gibt Ätherdämpfe und Lehrenkäfer. Ziemlich ungemütlich. Verdammt nochmal. Es ist ziemlich schwierig, etwas zu malen, das es in diesem Haus nicht gibt, sondern nur in Erinnerungen oder in Büchern. Gerlith hat ihn mir vor vielen Jahren geschenkt. Ich trage ihn nicht. Ich meine, keine Ahnung, was es mit Hüten auf sich hat. Irgendwo im Multiversum müssen sie wohl in Mode sein. Ja. Das auf jeden Fall. Das ist komisch, also wenn die irgendwie Zugriff auf alles in Zeit und Raum haben, warum haben sie da nur so altmodische Musik? Wo könnte denn noch so ein Siegel sein? Also in diesem Raum habe ich noch gar keins gefunden, das ist aber irgendwie komisch. Man hat mir klipp und klar gesagt, ich dürfe unser Haus auf keinen Fall beschädigen. Es lebt. Obwohl ich nicht weiß, ob es Schmerzen empfinden kann. Ich hoffe zumindest nicht wegen diesen winzigen Kratzern. Das Feuer tut mir nichts. Papa hat mir mal erzählt, dieses Feuer halte das Haus warm und gesund und so könne es Verseuchungen und Parasiten aus dem Äther abwehren. Nuddle ist immer noch ein guter Freund, obwohl er alt ist und ausgestopft. Er riecht immer noch nach Mama. Oder vielleicht bilde ich mir das bloß ein. Tja, wer weiß. Ja, verflixt. Ich bin schon dreimal hier durchgelaufen, aber... Oh. Ja, gut. Ich glaube, das ist das letzte Siegel. Vorsicht! Au! Sorry, habe ich dir den Schädel angeschlagen? Ja. Musst du mich denn über die Schwelle tragen? Wir fordern das Schicksal heraus, wenn ich es nicht tue. Wir müssen alles richtig machen. Pass mal auf deinen Kopf auf. So, jetzt sind wir offiziell eingezogen. Willkommen zu Hause, Liebes. Mein Kopf tut weh. Lass mich die Stelle küssen. Wo tut's denn weh? Da? Das tat gut. Sie bewegt sich. Sie tritt mich, Magnus. Hier, gib mir deine Hand. Kannst du es fühlen? Sie freut sich, dass sie zu Hause ist. Hallo Saga, willkommen zu Hause, kleine Maus. Heiliges Gleichgewicht. Das ist es also, woraus die Siegel bestehen. Fragmente der Vergangenheit, Erinnerungen. Kein Wunder, dass sie so stark sind. Sie sind mit mächtigen Gefühlen aufgeladen. Aber manche könnten falsche Fährten sein, damit die Siegel schwerer zu knacken sind. Ich muss die Erinnerungen entwirren, die die Siegel verbinden. Kinderspiel. Okay. Saga, nein! Nicht auf dem Boden zeichnen, sonst geht er noch kaputt. Dieses Haus ist heilig.
Es ist ein lebender Organismus, so wie du und ich. Du darfst unserem Zuhause niemals wehtun. Versprichst du mir das, Kleines? Ich glaube, das ist keine. Nein, Knuddel! Du hast Knuddel kaputt gemacht, Papa! Es ist bloß sein Arm. Ich habe ihn nicht umgebracht. Nur leicht verstümmelt. Ich nehme ihn gleich wieder an, okay? Dann ist er so gut wie neu, versprochen. Armer Knuddel, ganz kaputt. Er wird nie wieder sein wie vorher. Der hat Überlebensgeist, genau wie wir. Der wird wieder. Das klingt jetzt auch nicht gerade so super. Magnus, Saga, seht doch! Schnee! Es schneit! Wie schön. Das erste Mal, dass es schneit in unserem neuen Zuhause. Das erste von vielen ersten Malen. Ich hoffe, du liebst dieses Haus, wenn du groß bist, Saga. Wir haben es für uns gebaut. Für unsere kleine Familie. Schau, Etta. Sie lächelt. Ich glaube, sie hat dich verstanden. Ja, das sieht richtig aus. Was haben wir noch? Da. Schatz, bitte. In dem Zustand mag ich nicht fotografiert werden. Ach komm, Liebes, es ist unsere erste Woche in unserem neuen Zuhause. Das muss doch dokumentiert werden. Ach, ich fühle mich so aufgedunsen. Na schön, ich will bloß... So, fertig. Mach schnell. Nehme ich mal. Wie oft muss ich dir das noch sagen? Steck nicht die Hand ins Feuer. Aber guck mal, tut mir gar nicht... Saga, hör auf. Das ist mir egal, du kannst nicht... Wenn jemand sieht, wie du das tust, es ist gefährlich, verstehst du? Niemand anderes darf das wissen. Niemand. Das klingt nicht so gut eigentlich. Vielleicht der? Ha! Ich würde mal sagen, ich habe ein Siegel geöffnet. Das zweite Siegel ist, glaube ich, das in unserem Zimmer. Aber das werden wir nächstes Mal lösen, denn diese Folge ist leider schon zu Ende. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.